Da bist du also. Wohlan, strecke deinen rechten Arm aus. Okay. Dann strecke ich mal. Diese Fähigkeit ermöglicht es dir, bis zur Decke nach oben zu springen und diese dann zu durchstoßen. Okay. Der Name dieser Fähigkeit lautet Deckensprung. Dies ist eine Kraft meines rechten Arms. Okay. Sie erlaubt dir, die Decke über die zu durchdringen, um die Ebene höher zu gelangen. Du solltest es ausprobieren, um sich anders zu setzen. Wenn du mit dieser Kraft das änderst, der übliche Shit. Aufstieg. Gutan Bachi schreien. Gutan Bachi. Ikam Bokam. Erstmal hier hingucken. Okay. So, also wenn ich das richtig verstehe, so wie es erklärt hat, stelle ich mich hier hin. Wir reden hier von egal wie dick die sind, oder? Ich nehme an, hier ist eine Truhe, hoffe ich. Alles klar. Steinaxt. Schon eine Menge Steinäxte. Kann ich irgendwo sehen, wie viel Haltbarkeit die haben? Nicht so aus. Wie wenig Waffen ich tragen kann. Wie nervig. Okay, dann. Ach so, ich muss sie da rausholen. Okay. Kann mit dem Schild anscheinend auch angreifen. Das sieht schon ein bisschen badass aus. Okay, wenn ich jetzt das hier mache. Oh, oh. Geht trotzdem. Krass. Meine Bogentasche ist voll wirklich. Ja, dann muss man der alte Holzbogen lang glauben. So. Da brennt er. Ach ja, so funktioniert das ja eh nicht. Warte mal. Ah ja, okay. Relativ obvious, was man hier zu tun hat. Aber.
Ja, das war jetzt alles nicht so schwer. Okay. Goodie, goodie, Gum Drops. Das ist aber eine sehr interessante Mechanik. Also. Wenn ich. Was ich mich halt frage ist, wenn du als Spielentwickler sowas reinmachst. Oder auch das mit dem Fahrzeugbau. Da musst du ja echt schon. Dir sehr sicher sein, dass die Leute das nicht irgendwie. Oder, also, das musst du ja beim Level-Design und alles. Alles bedenken und so. Dass die Leute das nicht ausnutzen. Das ist schon krass. Ja, Masturbator 3000. Oh, yes. 3. Möge das Segenslicht dir Kraft schenken.